Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Oddworld Munch's Odyssey 100% Challenge. Hi. Ja, bisher sieht es so ganz gut aus. Wir haben bisher alles gefunden, was wir finden wollten. Wir haben heute übrigens den 23.05.2013. Ist ein Donnerstag? Ja, ein Donnerstag, genau. Und es kann sein, dass meine Stimme vielleicht ein bisschen anders anhört. Liegt daran, ich bin momentan krankgeschrieben. Es kann auch durchaus sein, dass ihr des Öfteren das hier hören werdet. Nämlich gar nichts, weil ich mich stumm schalten werde, falls ich husten sollte. Also ich habe eine Bronchitis, schöne, und ich wollte eigentlich schon längst aufgenommen haben. Unter normalen Umständen hätte ich gestern aufgenommen, aber gestern war ich nur einen halben Tag arbeiten, bin dann nach Hause gegangen, oder besser gesagt zum Arzt gefahren, und der hat dann gesagt, Jung, du bleibst die Woche zu Hause. Da habe ich gesagt, gut, wenn du meinst, ist okay. Auf jeden Fall, ich habe einfach Saubock aufzunehmen, deswegen ist mir auch gerade relativ egal, ob ich krank bin oder nicht. Ich muss mich jetzt erstmal nur ein bisschen orientieren. Das heißt, es wird heute alles ein bisschen ruhiger angehen, ich werde wahrscheinlich nicht so viel rumschreien und so. Aber ist auch mal eine ganz angenehme Abwechslung für euch, denke ich mal. Okay, chanten kann ich auf jeden Fall schon mal nicht. Das habe ich jetzt schon mal begriffen. Ja, was ist sonst noch passiert in der letzten Zeit? Ich habe jetzt auch wieder seit längerem nicht mehr aufgenommen. Also seit längerem ist für mich immer eine Woche. Der pennt da unten, ne? Soll ich jetzt aber hier chanten? Ich will es einfach nur wissen. Das Ding sieht mich nicht. Okay, alles klar. Ich hab's endlich geschafft. Ich habe Medal of Honor Frontline. Da habe ich die Platin-Trophäe. Ja, ich hab's auch schwer geschafft zum zweiten Mal. Beim ersten Mal habe ich da selbst verkackt. Gibt's einen Sepper für den Munch? Okay. Wenn ich jetzt hier draufstehe, bleibt die Tür offen. Ah, okay, ich verstehe. Ja, und ich hab dann... Ich hab jetzt auch mittlerweile ein Spiel gefunden, wo ich online gar nicht mal so schlecht zu sein scheine. Und zwar, Tony Hawk HD. Also das HD-Remake vom... den alten Teilen halt. Noch begreife ich das nicht so, Jans. Hä? Ich guck mal. Vielleicht kann ich die zappen und dann irgendwie... Ja, ich kann es auf jeden Fall zappen. Komm, fall in die Mine. Fall in die Mine. Dankeschön. Und auf jeden Fall, ich habe da einfach mal so gedacht, so, ja, spielst du mal eine Runde schon online. Was hast du zu verlieren, außer deine Ehre? Und, ohne Scheiß, ne? Ich habe zwei Gegner gehabt. Ich hatte am Ende 900.000 Punkte. 900.000 in 2 Minuten, habe ich gedacht, gut. Ich habe ein bisschen Scheiße gebaut, kann passieren. Oh fuck, war das schlecht? Ja, ist mal okay. Ah! Scheiße. Vor wegen nicht rumschreien und so, Dennis. Ja, auf jeden Fall, ich hatte 900.000 Punkte, habe gedacht, ja, okay, ich kenne Internet-Online-Spiel-Wichser. Die übertreibt es einfach komplett immer mit den Punkten. Und ich habe es echt geschafft. Die anderen hatten gerade mal 140.000 Punkte. Und dann habe ich direkt die Trophäe bekommen. Habe mir gedacht, gut, okay, dann brauchst du es auch nicht mehr online zu spielen. Ich bin ja nicht so der Online-Spieler. Und ja, da habe ich heute Morgen auch mal eben so Platin noch geholt. Fick dich. Ich glaube, ich habe es verkackt, oder? Ich bin mir jetzt noch nicht so ganz sicher. Ach komm, ich lade nochmal neu. Das ist ja, war jetzt hier bisher eh alles Käse, was ich hier gemacht habe. Wo ist denn der Quickload überhaupt? Welchen lädst du denn jetzt? Okay, das ist schlecht. Okay, dann lade ich nochmal das Spiel. Geht auch wieder hier gut los, ne? Ist ja klar. Aber wie gesagt, ihr müsst ein bisschen Nachsicht mit mir haben. Ich bin ja noch krank, ne? Bin unter dem Einfluss von Medikamenten. Und jetzt kommt schon der erste Huster. 5 Minuten habe ich durchgehalten, immerhin. Aber ich kann vielleicht unterdrücken. Ich trinke mal gerade einen Schluck. Ganz wichtig, ne? Ohne Kohlensäure Sachen trinken, wenn man irgendwie Husten oder was Sachen mit dem Hals hat und so. Ich meine, gerade durch das Husten. Ich meine, ich rauche momentan echt wenig. Das ist echt top. Ganz kann ich es nicht sein lassen. Prost erstmal. Hm? Oh, ist das schön, kaltes Wasser. Weil ich weiß, da sind einfach so ein paar, weiß ich, zum Beispiel morgens einfach am Aufstehen und so. Die kann ich einfach nicht sein lassen. Das ist jetzt nicht wie wenn einem schlecht ist, dass man einfach keinen Hunger hat und dann nichts isst. Ich habe ja trotzdem Schmacht. Aber ich habe einfach nicht so viel Bock auf Kippen. Das heißt, wenn ich nur nach meinem Schmacht gehen würde, den ich habe, also nach meinem Verlangen auf nach Zigaretten, wäre das, glaube ich, alles, ich würde echt nicht viel rauchen. Das ist meistens so, weil ich gerade Bock habe zu rauchen. Ach, komm, leck mich doch am Arsch, so. Meine Nase zieht sich auch wieder zu, das hört man vielleicht ein bisschen. Ach, boah, die ist schon total dicht, oh mein Gott. Aber ist mir scheißegal, ich habe jetzt echt so Bock aufzunehmen, ne? Ich habe schon seit Tagen Bock aufzunehmen. Ich wollte eigentlich schon am Sonntag aufgenommen haben, aber da habe ich mir gedacht, nee. Weil, nee, am Montag, Montag war ja Pfingsten, genau. Und, das ging bei mir schon Pfingstsonntag los. Pfingstmontag war es richtig zum Kotzen. Da war ich ja noch bei meiner Freundin. Und also der Dienstag nach Pfingstmontag, der ging eigentlich klar von meinem Empfinden her.
Deswegen wundert mich das, dass ich dann am Mittwoch, also sprich gestern, echt totalen Rückfall hatte. Okay, man kann sie auch so töten, das wusste ich jetzt nicht so. Wirklich. Hey! Ja, aber ich glaube, ich habe es gerade einfach... Es war gerade einfach Dummheit, genauso wie es jetzt auch Dummheit war von mir. Mein Gott, ey. Ich meine, wenn das so ein... echt so ein richtiger Hustenanfall ist, toll, direkt halb tot, dann geht's doch. Wenn es nur so einmal so ein kurzes Stimmenreinigen ist, dann geht's wirklich. Aber wenn ich dann wieder so einen Anfall kriege, ne, dann möchtet ihr nicht miterleben. So, okay. Ich muss das Spiel auch wieder erstmal verstehen. Auf jeden Fall. Nee, weil das Blöde ist halt wirklich bei dem Spiel, ich vergesse so oft, dass man hier... Läuft der da einfach rum da unten oder was? Ist okay, soll er machen. Mir ist es egal. Ich habe jetzt einen kleinen Faden verloren, wovon ich gerade gesprochen habe. Genau, wenn ich Sachen lange nicht spiele. Wenn ich Sachen lange nicht spiele. Ich mache mal einen Quick Save. Ich glaube, es ist jetzt mal so langsam an der Zeit. Ja, das ist echt gar nicht mal so gut, weil ich vergesse so viele Sachen von den Spielen. Einfach, was man da machen kann, bestimmte Möglichkeiten. Ich komme doch niemals rüber mit dem. Oh, es muss... Okay, gut. Ich hab verstanden. Hüp. Auf jeden Fall vergesse ich dann einfach viel. Punkt. Das ist sowieso bei mir immer so, dass ich total schnell Sachen von Spielen vergesse. Zum Beispiel Crash Bandicoot 2, ne? Hat der Kevin ja gestreamt. Ich hab gedacht, ich töte ihn jetzt. Und, ich habe das bestimmt schon in meinem Leben 6, 7, 8 Mal durchgespielt. Weiß ich nicht. Zu 100% wohl bemerkt. Wobei, ich glaube, ich bin jetzt gerade so bei 4 oder 5 Mal. Und jedes Mal stelle ich mir die gleichen Fragen. Jedes Mal, wirklich. Und der Zepper ist ziemlich gut eigentlich, weil damit kann ich auch schön aufhalten. Ich meine, solange die Gegner natürlich nicht schießen, ne, ist natürlich eine gute Voraussetzung. Das Gute jetzt ist hier nämlich Spooce-Man. Singen kann ich immer noch. Schön. Komm. Und bist du jetzt tot? Dankeschön. Okay, ich glaube, ich habe es aber auch schon durchschaut, was ich hier machen muss. Und zwar brauche ich das Boost nämlich, um dann unten den Fetten zu holen. Da muss ich mit dem Fetten unten alles bereinigen. Vermute ich einfach mal. Und da ist einiges, so wie es aussieht. Und dann kann ich so langsam, aber sicher mal anfangen, meine Kollegen zu retten. Da oben ist das Büro. Da brauche ich auch den Bounce dafür, okay. Mache ich jetzt aber noch nicht. Weil ich will jetzt erstmal... Ich dürfte hier eigentlich nicht von jemandem gestört werden. Ich mach jetzt mal ein Quick Save. So, okay. Nehmen wir mal 4. 4 ist gut. Heya! Guten Tag! Und Diver! Wir sind nur Nahkämpfer. Warum sind nur Nahkämpfer? Das finde ich jetzt aber kacke. Warum bist du denn nur Nahkämpfer? Was soll das denn jetzt? Ich hoffe mal, du bist einfach mal deutlich stärker als deine Kollegen hier, oder? Der ist total schwach. Oh mein Gott. Wie schlecht? Echt mal. Jetzt bin ich ja richtig enttäuscht von dem Viech. Und ich will hier so klein. Weil dann habe ich dann... Okay, ich nehme keinen kleinen. Ich hab's verstanden. Ach, super. Jetzt muss ich ja auch noch die Fettsäcke nehmen, oder was? Bitte mit Waffe diesmal. Nein, er hat auch nur seine komische Faust. Kommando Faust. Wow! Du warst doch gerade noch nicht da, oder? Oder bin ich gerade bescheuert? Ich wollte eigentlich nicht, aber ist okay. Ich weiß überhaupt, ich kann das nicht abschätzen, wie viel ich immer brauche. Keine Ahnung. Das weiß ich nicht. Kann ich euch rumtragen? Das finde ich ganz cool. Schön einen überziehen. Okay, 1 gegen 1 geht's vielleicht noch, aber. Bums, 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 bums. Aber jetzt ist eh wieder Essig. Ach, kann sich nur um Jahre handeln. Aber vielleicht kriege ich ihn ja noch halbwegs Platz. Nein, natürlich nicht. Na gut, okay. Also brauchen wir wieder ein bisschen Spooz. Ja, okay. 4 hat gereicht. Oh, ey. Boah, das ist so eine mühselige Kacke, die einfach nur Zeit kostet.
Ah ja, manche von euch finden Unterschiede zwischen der originalen Xbox-Version oder PC. Ich weiß gerade nicht genau, worauf sich das jetzt bezogen hat. Und diesem HD-Remake. Könnt ihr mir gerne weiterhin mitteilen, weil sowas interessiert mich immer. Gerade so, ne, wenn es früher ein Spiel gab und jetzt heute und dann die Unterschiede. Sowas interessiert mich echt. Auch einfach die Unterschiede zwischen verschiedenen Versionen. Das war zum Beispiel bei Command & Conquer. Ich hab's ja beim Christoph gesehen, für PC. Bei Lampen für Rot. Natürlich eine viel geilere Auflösung. Und da habe ich einfach gedacht, boah, das ist ja alles viel zu klein. Da kennt man doch gar nichts, blablabla. Halt wegen der Auflösung. Ich bin ja nur die PlayStation-Auflösung gewohnt, was glaube ich 640x480 war. Weiß ich jetzt gerade nicht genau. Und auf jeden Fall, da hat man halt kaum was gesehen. Da hat so quasi auf dem Bildschirm ein Mammutpanzer gepasst. Okay, ganz so extrem war es nicht, aber egal. Auf jeden Fall gab es da aber für die PlayStation 1 ein Add-on quasi, was aber als eigenständiges Spiel galt. Und zwar Command & Conquer Alarmstufe Rot Gegenschlag. Das war nämlich, glaube ich, eine Kombination aus den beiden Add-ons für den PC. Sprich, ich glaube, gegen Angriff und Vergeltungsschlag. Ich glaube, so hießen die Updates, die Add-ons für PC, glaube ich. Ich bin ja nicht so der PC-Mensch. Und auf jeden Fall haben die für die PlayStation 2 Version extra, also für die PlayStation 2 Verlag, ich bin scheiße, für die PlayStation Version von Alarmstufe Rot gegen Schlag nämlich, haben die extra Videosequenzen aufgenommen und eine Story da wirklich reingebaut. Nicht nur in Form von Texten, sondern wirklich mit Sequenzen. Das fand ich zum Beispiel ganz cool. Ja, drei! Wie viel soll ich denn hier noch plätten, ey? Hier gibt's. Soll ich das so machen? Ich weiß es nicht. Ja, wenn ich gut bin, ne? Da waren ja irgendwo ein paar Fässer, aber ich. Ich weiß nicht, ob die da jetzt. Weil ich habe einen Alarm gehört. Ich weiß nicht, ob dann endlos irgendwo welche spawnen oder nicht. Ach, ich hole mir erstmal ein bisschen Spooze. Oh, wieder hänge ich hier schon wieder ein Part lang. Okay. Aber ist ja halb so wild, weil es war ja nicht viel Unproduktivität. Wobei, jetzt wird es zu viel Unproduktivität kommen. Ich will eine Waffe haben, verdammt. Gib mir eine verfickte Waffe. Oder Moment, was ist denn das da hinten für ein Automat? Ist das Invisible? Ja, okay, das war doof von mir. Es sieht aus wie eine Waffe. Wenn ich mir da eine Waffe ziehen kann, ne, dann... Oh mein Gott, dann hasse ich mich. Aber ich weiß, wo soll ich denn wissen, dass ich mit den Slicks hier Sachen bedienen kann? Aber es ist, glaube ich, keine Waffe. Oder? Was ist das? Buttpacker. Oh nein! Oh nein, Dennis! Oh nein! Oh! Gut, das wusste ich nicht. Tut mir leid. War also doch mein Fehler. Scheiße. Ich hab gedacht, ich bin mal nicht dran schuld, aber das wo soll ich denn das riechen? Boah, das ist auch schon viel angenehmer so. Finde ich jetzt gerade so. Warum hier mal das Ding kaputt? Das Ding kaputt! Danke. Jetzt mit dem Husten geht's gerade echt, das finde ich echt angenehm. Gestern war es noch echt die Hölle und morgen war es auch ziemlich beschissen. Aber ich glaube, das ist auch oft, wenn ich einfach nur liege. Dass ich mache lieber keine von den Dingern platt. Weil man weiß nie. Quick Save! Das ist ein Dark, okay, den kann ich. Den muss ich jetzt nicht unbedingt töten. Ich habe die ganze Zeit im Blick. Nicht, dass da irgendwie aus Versehen mal ein Schuss hinfliegt. Zum Glück ist das mit dem Analogstick das Ziel. Oh toll. Der ist gut. Okay, hier ist irgendwo so eine Alarmstation. Die werden dann nämlich wiedergerufen. Das finde ich kacke. Dann fange ich, glaube ich, nicht direkt an zu ballern. Das ist, glaube ich, sinnvoll. Sondern ich laufe erstmal mit dem durch und gucke mir erstmal an, ob ich da irgendwo vielleicht einen Alarm abstellen kann.